Ja, hi, willkommen, mein Name ist der NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir die Ruinen beendet in Fendel, wo wir die Kanone einschalten konnten, die nicht mehr ging, damit wir zu Fodra können, damit wir Sophie retten können. Yeah! Und wir wollten einige Quests erledigen und hier wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Okay, hier ist wirklich was. Und ich wollte eigentlich gucken wegen Nebenquests, aber die ganzen Schiffe sind ja nicht gefahren und deswegen, gehen wir direkt nach Fodra, wenn es unbedingt sein muss. Hey, Poisson! The overseer told me to come here and offer my assistance. Is there anything you require? I should have known Fourier wouldn't come. Hey, that's awesome, Poisson! Oh, ich liebe es, wenn sie das sagt. Around with flying the shuttle. Come on, time to put you to work. Yes, ma'am. Ist auch schnucklig, die Kleine. Okay. Dann auf nach Fodra. Haha. Freue mich schon. Okay, here we go. Poisson, watch carefully, all right? Poisson. Sweet! Both heat ray cannons are online and ready to go. Now we just need to tinker with the shuttle a little bit. I wish we had more time. But what can you do with a bunch of stupid monsters flying around? Okay, guys. Poisson and I'll have this fixed before you can say bananas. Thanks, Pascal. Let us know if we can help, all right? Bitte nicht. Wir sind so dämlich für sowas. Na, Cheria, wo bist du denn hin? Okay. There you are. I was wondering where you'd gone. Oh, hi. You know, it's strange to think we'll be leaving this world soon. Sophie comes from Fodra, right? I wonder what it's like. Are you nervous? Yeah, I suppose. A little. But I'll be all right. I'm sorry, Sharia. I'm sorry for dragging you into this. Knock it off. Sophie's my friend too, remember? I'd do anything for her. She's the reason I got to see you all again. And now it's like we're all connected through her. It's funny. When we were kids, I thought she was my rival. Rival? For what? Well, for, you know, lots of stuff. She was mature and pretty and so very strong. Yeah, she was. She's always been kind of mysterious and exotic, you know? But since she comes from somewhere beyond the sky, I guess that makes sense. You could say that. But that won't change the fact that she's been a good friend. Nothing will change that. Yes, I agree. We'll save her, Sharia. We'll save her and come back together. We've come too far to let things end here. Right, let's do this. Let's save our friend. Ja. Die Gruppenzusammensetzung hat sich geändert, natürlich. So, war sie nicht, war Cheryl nicht diejenige, die sich immer so gegen's Schwimmen hier sträubte und jetzt ist sie einfach mal so locker hier durchgeschwommen. An zwei Dingern, wenn ich mich jetzt nicht irre. Na gut. Warum auch immer. So, dann. Hier lang, ne? Jo. Ist ja nicht noch verdammt weit jetzt weg. Alles klar, wir werden ja gleich sehen, wie Fodra aussehen wird. Was uns da erwartet und überhaupt. Hoffentlich ist das Shuttle jetzt mal endlich fertig. Ist da noch ein Skit? Ich guck mal nach. Ich krieg wieder Todesglühen ein. Und jetzt kein Skit. Okay, dann gehen wir zum Shuttle. Na, also fertig. Muss doch jemand Pipi machen oder so? Okay, that should do it. Whenever you're ready, Poisson. Eine Sekunde. So, einmal Mikro kurz gerichtet. Nur um es dann nochmal zu richten. Aber weiter hat man nicht gehört. Läuft es noch? Okay. Okay, fertig. Roger.
Are we ready? Well, the ship's ready, but that's the easy part. Are you guys good to go? Alrighty then! Poisson, let's do this thing! Understood. Initiating countdown. 200, 199. Okay, kids, hop on! Let's go. No pushing now. Plenty of room for everyone. What's that? It sounds like the monsters that struck Launt. You got it. Damn it! The launch procedure is already underway. It would be very difficult to abort at this point. 181, 180. Just keep going, Poisson! Come on, Asbel. Let's go clock some monsters! What? If they get in here, we'll never be able to launch the shuttle. Nein, Akku. We should take the fight to them. I'll keep an eye on Sophie. You guys go. Okay. Den Ding ändern. So. Okay. Dann machen wir noch ein paar Monster fertig, wenn es unbedingt sein muss. Hier mich auch. So. Komm mit ihr her. Der Speicherpunkt ist weg. Was ist denn das? Na gut. Müssen wir wieder Launt retten zum 3., 4., 8. Mal. There they are. As expected, it's the monsters that attacked Launt. There seems to be an infinite supply of these creatures. Look out! Ich glaube nicht, dass wir noch genug Zeit hätten. Der Countdown ist schon längst vorbei. Das Shuttle fliegt ohne uns weg. Fodra ist verloren. Ich meine Sophie. Fodra ist nicht in sich. Wir werden alle sterben und so weiter und so fort. Mein Gott, ihr Leute, ihr habt komische Prioritäten. Ja, es tut noch extra hier so ein paar Victory Quotes austauschen. Wir haben keine Zeit. Deine Schwertkampffähigkeiten sind unglaublich. Ja, ich weiß. Es kommen immer mehr. Asbel, Master Hubert. Hey, warum wurde ich nicht Herr Asbel angeredet? We saw a swarm of these things and decided to give chase. Now go, get out of here. We'll handle these beasts. Das will ich mal sehen. Thanks, guys. We owe you. So, ob die irgendeine Chance haben, ey. Sind doch keine richtigen Soldatentypen. So, jetzt kann ich speichern, aber will ich nicht. Ich will mir noch eine Toastenalgen. Nee, okay. Will ich nicht. Dann gehen wir zum Shuttle. Geh an Bord des Shuttles. Bram, dann auf nach Fodra. So, jetzt kommt wieder. Kommt wahrscheinlich wie eine überlaute Cutscene wieder im Vergleich zum Spiel. So viel Zeit hat man noch. Na, ob das mal gut geht.
Hui. Mann, ist der Dickmann. Is everyone okay? Sophie! Did we make it? Is this Phaedra? Should be. Once we cleared the aquasphere, it felt like we were falling. Yeah, Phaedra has a stronger gravitational pull than the world we're used to. Hence, it yanked us right in. Let's get off the shuttle and see where we are. Ja. Sah verdammt groß aus, was ich da gesehen habe. Auch dieser Ring. Wo ich das, was Espel verstanden hat, nicht verstanden habe. Das ist also Phoselos. Die wussten also von dem Ring, also so heißt dieser Ring, um diesen Planeten, aber die wussten nicht von Phaedra. Okay. Ausrüstungsladen. Und jetzt guckt euch doch mal an. Mithril. Voll die Imba, sagt mir. So kam mir das Geld. So, wir kaufen ein Mithril-Schwert. Mithril-Handschuhe, Mithril-Dopp-Klinge, Mithril-Messer, Mithril-Wurfklinge, Mithril-Geschossstab. Ja, erstmal die. 40 Stempel. Okay, Mithril. Und wir bekommen SK, geil. Okay, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich glaube, ich hatte noch irgendwie dazu kommen, irgendwas zu machen. In diesem Part, außer Ausrüstung. Und so, mein Gott, schon 5. Hallo? Eine magische Katar, Nummer 50. Marthas Katar. Willst du kämpfen oder fliehen? Eine der Hauptcharakterinnen aus Tales of Symphonia 2. So, Tofu, geil. Komm, jetzt mal Tofu, ganz viel. Meine Prioritäten, ne? So, dann kaufen wir Mithril Schutz, das sind die Kampfpanzer, ne? Kaufen wir 2. Dann, ja, okay, hätte ich auch alle auf einmal. 2 Mithril Blusen und 2 Mithril, ne, eine Mithril Tunika, wir haben ja schon eine. Normale Panzerhandschuhe können wir auch kaufen. Warum auch immer. So. Wo ist das? Hier. So. Ihr bekommt wieder den Schutz. Du hast schon die Tunika. Ihr bekommt die Blusen. Ja, mal früher war das Ding gestolpert, ne? Und du bekommst Tunika, wo ist sie hier? Hey, warum jetzt hier ein 2 hinterher? So, kann man noch irgendwie Accessoires kaufen? Ich glaube ja, ne? Ne, haben wir alles schon gefunden, hallo? Mal den Mixer laden. Und dann gucken wir mal, wie es draußen aussieht, weil draußen ist, glaube ich, ein Speicherpunkt. Hui. Wo bist du gelandet? Phaedra? There's nothing here. It's a wasteland. How could Sophie possibly come from this place? It looks like a great battle was fought here in the past. There are signs of combat throughout the landscape. It's so cold and desolate. There aren't even any plants. See that big round orb in the sky? That's our home. Oh. We couldn't see Phaedra from there. But we can see our world just fine from here. That's all quite fascinating, but I have a more immediate concern. Will this shuttle ever fly again? Yeah. Yeah, I don't know. That landing really did a number on it. Wait, are you saying we're trapped here? What? So even if we manage to help Sophie, we can't take her back? We still have to find a cure for Sophie, right? We'll just add fixing the shuttle to our to-do list. I suppose we don't have any other options. Yeah. No.
Curing Sophie has to be our first priority. Dann können wir alle zusammen sterben. Inklusive sterben. I wonder if there's a town nearby. Hey, come look over here. So ein Speicherpunkt gefunden, Malik. Meine Melly. That building appears to be floating in midair. Well, looky there. I bet that's a city. That's incredible. Maybe we can find someone to help us. We'll never know unless we try. Let's check it out. Alles klar, aber erstmal möchte ich einen Speicherpunkt haben. Ehrebetige Schwester. Hackfleisch, geil. Und er legt was. Na schon, erste Monster. Ich möchte aber gerne erst einmal speichern. Da ist ein Speicherpunkt, geil. Und kein Skit, gut. So, gucken wir uns mal den neuen Titel an. Nach nächstes Mal. Ich würde sagen, wir erkunden Fodra mal in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.